Heute gibt es mal ein ganz besonderes Erfolgsinterview mit einem erfolgreichen Teilnehmer von Sedura. Teilnehmer wurde auf Rügen, deswegen fliegen wir selber privat auch mit einem Flugzeug dorthin. Ist nicht so einfach erreichbar. Und in diesem Erfolgsinterview mit dem Adrian werden wir dann gemeinsam darüber sprechen, wie er es geschafft hat, als Wiederholungstäter seine MPU mit einer ganz kurzen Abstinenz nur zu bestehen. Und wenn du auch wissen willst, wie das bei dir funktioniert, dann schau dir das Interview, was jetzt gleich kommt, einfach bis zum Schluss mal komplett an. Lange genug hast du auf deine Freiheit verzichtet, aber jetzt hast auch du es endlich geschafft und hast dank Sedura deine MPU erfolgreich bestanden. Also worauf wartest du noch? Hol dir deinen Führerschein zurück. So, jetzt sind wir hier angekommen in der schönen Insel Rügen, ist auch Deutschlands größte Insel. Und jetzt warten wir auf den Adrian und dann starten wir direkt schon mit dem Erfolgsinterview. Zurück mit Sedura, mit Sedura, hol dir deinen Führerschein zurück. Mit Sedura, mit Sedura, hol dir deinen Führerschein zurück. Mit Sedura, ihr macht den Lappen wieder klar. Ja, hi Adrian, sehr schön, dass du heute dabei bist beim Erfolgsinterview. Wir sind jetzt auch extra hier nach Rügen geflogen zu dir, zu diesem besonderen Interview. Ja, und ich möchte ja einfach mal mit dir über die ganze MPU-Sache sprechen, über alles, was passiert ist und vor allem auch, wie du die Vorbereitung bei uns gefunden hast und ja, wie wir das Ganze umgesetzt haben. Wir haben ja auch deine Abstinenz verkürzt als Wiederholungstäter. Dann gab es auch noch Stress, weil du irgendwie Angst hattest, dass wir Abzieher sind, ganz klassisch. Und darüber sprechen wir jetzt. Aber lass uns erstmal ganz normal anfangen. Du bist ja ein Wiederholungstäter, hattest ja damals schon Auffälligkeiten gehabt. Was war damals los gewesen? Damals war los, dass ich eigentlich noch ziemlich jung war und Cannabis gerne geraucht habe. Und dann habe ich das natürlich geraucht. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich gedacht, ja, mich wird schon keiner erwischen, wie das immer so ist, mit Kumpels unterwegs. Und dann wurde ich halt erwischt. Ne? Und dann wurde mein Führerschein entwendet, also von der Fahrerlaubnisbehörde natürlich. Wann war das? Welches Jahr? 2012. 2012, ne? Genau, okay. Und 2013 habe ich dann wieder gekriegt. Also hast du direkt danach die MPU gemacht und... Hab ihn dann wieder gekriegt, genau. Und ja, und habe es dann auch geschafft, weil die Menge da auch ziemlich gering war. Hast du eine Abstinenz nachgewiesen damals? Ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr. Okay, gut. Dann hast du das Thema bestanden und hast den Lappen dann wieder zurückbekommen, 2013, ne? Genau. Wie ging das Ganze dann weiter mit dir? Ja, dann bin ich erstmal eigentlich ganz sicher gefahren, war alles ganz gut. So, und dann ist das 2014 jetzt nochmal passiert, dass ich da wieder so in die Schiene reingerutscht bin, ne, weil da ja auch so einige Sachen passiert sind und habe gedacht, ja, das Zeug bringt mich auch ein bisschen runter. Und dann habe ich das wieder gemacht, habe viel gearbeitet. War aber jetzt kein Cannabis mehr dann, ne? Das war Cannabis nochmal und Amphetaminen zusätzlich. Ja, und dann wurde ich halt wieder erwischt und wollte dann auch noch eine Fahrerflucht begehen. Und ja, dann wurde mir mein Führerschein entzogen zum zweiten Mal. Du wolltest eine Fahrerflucht begehen, hast sie aber nicht begangen? Nicht wirklich. Also ich habe sie schon angefangen. Bin quasi über eine rote Ampel mit 120 durch die Stadt, bin auf dem Parkplatz rauf und wollte dann eigentlich aus dem Auto aussteigen und so an den Polizisten vorbeigehen. So tun, als wenn ich da jetzt nicht drin saß, so, aber naja, hat nicht geklappt. Sie haben mich erwischt und... Ja, ist blöd gelaufen, ne? Ja, das war wahrscheinlich auch ziemlich teuer dann gewesen, die Aktion, ne? Die ganze Aktion war ziemlich teuer, ja. Was hast du da für eine Strafe bekommen? Ich glaube 800 Euro und glaube ich sogar ein Jahr Fahrverbot. Ein Jahr Fahrverbot, ne? Nachdem genau, und dann war es ja auch für dich in der Situation klar, ey, du musst jetzt wieder dich rechtfertigen, musst wieder zur MPU, bist jetzt so der klassische Wiederholungstäter. Und hast du dann das Thema dann direkt wieder angefangen oder hast du das eher schleifen lassen? Das ist ja schon... Also ich habe es schleifen lassen, auf jeden Fall habe ich schleifen lassen, weil ich habe mir so gedacht, oh, jetzt zum zweiten Mal, das wird dann wahrscheinlich nicht so einfach. Hab in der Zeit ja auch durch die Drogen dann auch ein bisschen wegen dem Geld geschaut und wusste ja, dass es sehr teuer ist. Und meine Eltern waren sehr, sehr enttäuscht und habe dann auch gar nicht erstmal daran gedacht. Und dann bin ich ja auch 2015 nach Berlin gezogen für 3,5 Jahre und da habe ich gesehen, dass ich den Führerschein erstmal gar nicht brauche und habe das dann eigentlich komplett schleifen lassen. Ja, in Berlin bist du ja ziemlich mobil mit den Bahnen und mit Bussen und so, ne? Genau, mit der U-Bahn oder mit dem Bus und da konnte man von A nach B fahren, da brauchte ich den nicht. Also war alles gut. Ja, sehr schön. Und dann bist du letztlich von Berlin wieder nach Rügen zurückgezogen. Genau, es hat alles nicht so funktioniert in Berlin. Dann bin ich 2018 wieder nach Rügen gezogen, habe mein Leben so auf die Reihe gekriegt, habe meinen Sohn zu mir geholt, der lebt ja alleine bei mir. Und ja, dann bin ich wieder hier angekommen soweit. Wolltest du dann letztlich jetzt aber dann auch wieder sagen, ey, ich
braucht man Führerschein einfach. Genau. Gerade auf Rügen. Ich bin jetzt auch das erste Mal in Rügen und das ist ja trotz dessen schon eine ziemlich große Insel. Und das macht schon Sinn, ein Auto zu haben. Ne? Richtig. Ja, ja. Weil es hier gerade auch keine Bahnverbindung gibt oder U-Bahn oder viele Busse. Also der letzte Bus fährt 20 Uhr oder wenn man mal auf die Dörfer möchte, das ist schwierig ohne Führerschein. Ja, bist du komplett auf dich allein gestellt. Ne? Das richtig. Ist schon richtig krass. Gut, und die Entscheidung war dann so, wann hast du die Entscheidung getroffen, die MPU zu machen oder anzugehen? So? Also die emotionale Entscheidung, mit dir selber auszumachen, hey, ich starte das ganze Thema jetzt nochmal. Also erstmal war ich überhaupt noch gar nicht so dabei. Also ich habe da auch überhaupt nicht dran gedacht. Das war ganz witzig. Dann habe ich jetzt meine Umschulung angefangen und dann saß ich im Büro und habe dann kurz mal an Facebook was geschaut. Mhm. Und dann habe ich ehrlich deine Videobotschaft gesehen. Habe ich doch gesehen, so, Mensch, der erklärt einem da was. Man kann auch mit verkürzter Abstinenz das schaffen. Ja. Ich habe da irgendwie auch gleich so ein bisschen Vertrauen gewonnen. Habe gedacht, der sagt das genau, was ich so denke. Du bräuchst deinen Führerschein eigentlich auch mal wieder. So. Und dann habe ich mich da ja eingetragen, mhm. wie es dann so geht. Und dann hast du mich angerufen. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt gehst du es an. Ne, das hat mich quasi daran mal wieder erinnert, hey, du bräuchtest eigentlich deinen Führerschein mal wieder. Ja, ja. Dieses Video quasi einfach nur. Ja, ja, ganz klar, so ganz klassisch, ne? Hast du mich da gefunden? Ja, genau. Genau, so, entdeckt. Ja. Hab da so dran gedacht und mal irgendwann auch so. Und dann kam das Video und mhm. ich war total happy und habe gedacht, ja, da gehst mit ihm gehst du es an, ja. Ganz genau. Dann hat sie ja auch ein Erstgespräch gebucht, da wurde dir alles erzählt. Auch mal mit der Abstinenz, dass wir jetzt mit einer kurzen, sechsmonatigen Abstinenz ja das Ganze angehen und du auch eine Chance hast, das zu bestehen. Hast es ja dann letztlich gemacht. Hast du da aber Zweifel gehabt oder hast du gesagt, ey, was die sagen, das wird schon richtig sein? Also anfangs, mhm. natürlich habe ich dann erst mit dir geredet, da war ich gerade mhm. zu Hause, da hast du mir das ja alles erklärt und was du auch mit mir vorhast und dass wir das auch mit 6 Monate Abstinenz schaffen und ja, da habe ich darüber überlegt, habe mir gesagt, ja klar, machen wir. Dann habe ich, glaube ich, mit dem Pascal mhm. Auch dann danach noch so eine Videotelefonie gemacht quasi. Und der hat mit mir jeden Vertragspunkt nochmal durchgegangen und gesagt, um das geht es, das wollen wir machen, das kostet es, so und so läuft das, das ja, kriegst ja. du von uns, auch die ganzen Dienstleistungen und sowas. Und dann ja, war das Video beendet und dann habe ich auch schon von euch eine E-Mail gekriegt, dass es jetzt quasi läuft, mhm. der Vertrag quasi und auch alles Weitere. Ne? Hast du noch Post bekommen wahrscheinlich, ne? Post habe ich auch bekommen. Päckchen. Das kleine Päckchen, das ja. Startpäckchen habe ich mich auch gefreut mit dem Notizblock und auch Motivation und auch mit dem, ja, mhm. mit all dem Rundlos-Sorgenpaket. Ja, ja. Einfach so ein schöner Start, ne? So ein schöner aber Start. Trotz dessen war das ja dann eine Situation gewesen, wo du dann aber gesagt hast, eigentlich will ich das doch nicht machen. Was war denn da los gewesen, dass du dann entschieden hast, ey, ich will eigentlich doch nichts mit euch machen? Ja, erstmal bin ich dann raus aus dem, ich habe das bei meinen Eltern im Schlafzimmer gemacht mit Pascal und dann ja. bin ich raus, habe das denen erklärt, habe auch die Kosten gesagt und wie mhm. das jetzt alles so vorangeht. Da hat meine Mutter sehr pessimistisch ist, sehr skeptisch ist, hat gesagt, hey, kannst du denen auch vertrauen, du siehst die nicht, das ist weit weg, es geht auch so viel in den Medien rum, mhm. dass man oft betrogen wird, abgezockt wird, dass es irgendwie alles nichts bringt und lass das lieber, es ist vielleicht zu teuer, geh lieber zu Caritas oder sowas. Ne? Ja, ja. Und da habe ich gedacht, ey, vielleicht hat sie recht, ich kenne die ja auch gar nicht wirklich, jetzt habe ich da schon einen Vertrag abgeschlossen, sind ja auch schon ein paar Kosten. Natürlich bezahlt man die sehr gerne für eine gute MPU-Vorbereitung, was ich im Nachhinein jetzt auch gedacht habe. Es war mir jeden Cent wert. Aber damals habe ich noch gedacht, ist doch schon viel Geld und gehst es jetzt an? Nee, wieder rufst es lieber. Ne? Dann habe ich auch öfter geschrieben, dass ich möchte das nicht mehr und sowas. Und na klar war ich dann im Vertrag drin. Ich habe ja auch eindeutig Ja gesagt. Und dann habe ich gesagt, jetzt Mutti, wir machen das jetzt. Also egal, wie skeptisch ich jetzt bin und ich schaue einfach mal, die bringen mich schon da durch. Und ich denke, ich setze jetzt einfach mal ein bisschen Vertrauen drauf und bin jetzt nicht so pessimistisch und dann klappt das. Ja, also hast du dich quasi so ja, mitreißen lassen durch die Meinung deiner Eltern dann letztlich, ne? Genau. Ja, ja, ja. Ja, es ist natürlich gerade jetzt mit dem Internet, mit Online und Videogesprächen, es gibt ja noch diese ältere Generation, die sind ja noch gar nicht so konform damit und sehen das dann noch ganz anders. Ne? Aber letztlich gab es ja auch einen Schriftverkehr zwischen uns und dem Büro. Und da war ja einiges da gewesen, aber letztlich haben wir nicht klein beigegeben, du hast dann gesagt, ey komm, ich mach das einfach. Und dann bist du auch zu uns ins Programm reingekommen. Was hast du denn da so als erstes gedacht, als du alles so gesehen hast, als du das Willkommensgespräch hattest?
Also, was ich so gedacht habe, ist erstmal schön. Du kommst ja erstmal in den Online-Bereich. Ich muss jetzt nirgendwo hin, immer ständig mich an Termine richten, weil ich ja auch Alleinstehend bin und auch viel so zu tun habe auf Arbeit und auch allein ja Frügen, da gibt es hier überhaupt eine Vorbereitung. Ja, die Caritas, wie gesagt. Ach, die Caritas. Und da war ich ja mal und dann hat sie gesagt, das kostet zwar, glaube ich, 500 Euro, aber wir reden dann nochmal über Drogen und was das eigentlich ist und was die Folgen daraus sind. Und da habe ich mir im Hinterkopf schon gedacht, du gehst jetzt dahin, aber ich weiß doch schon, was Drogen sind. Ich weiß, was das für Folgen hat. Ich weiß doch auch, was das für Konsequenzen hat, aber es hilft mir auch jetzt in meinem MPU-Prozess nicht weiter, wie ich eigentlich vorgehe, was ich jetzt am besten mache. Und das fand ich bei euch halt so gut, weil da gab es ja verschiedene Module. Du hast oben angefangen bei den erstmal überhaupt, wie beantrage ich meine Führerscheinakte, wie gehe ich überhaupt vor, wann, wie lange Abstinenz, wann beantrage ich den neu so, diese Einführung und dann auch quasi, was alles bei der Abstinenz schiefgehen kann und so. Ich war eigentlich total, als ich im Mitgliederbereich war, war ich positiv überrascht, weil ich konnte auch abends um 10, wenn ich Bock hatte, mein Kind geschlafen hat, ich jetzt Lust hatte, einfach mal eine Stunde gucken und sehen, so, den Bereich gehst du jetzt mal durch, arbeitest du dir auf, das schreibst du dir auf. Ja. Das ist halt der Vorteil, du kannst es einfach Montag bis Sonntags machen und kannst es dir selber einteilen. Und bei klassischen Beratern bist du ja teilweise terminlich gebunden und musst da um 17 Uhr irgendwie erscheinen. So, und je nachdem, wie groß die Strecke ist, ist es ja für den einen oder anderen schon sehr, sehr nervig einfach. Machbar schon, aber nervig. Und das ist bei uns natürlich viel, viel einfacher gelöst. Ne? Dazu gab es noch die Sprechstunden, wo du nicht so oft, so wenn ich mich erinnere, teilgenommen hast. Aber ein paar Mal warst du da gewesen. Ja, ein paar Mal war ich da, wo ich so Fragen hatte. Ne? Im Endeffekt erklären deine Videos ja schon viel. Und ich habe mir da auch viele Informationen rausgepickt. Und wenn ich jetzt persönlich Fragen hatte, warst du ja auch immer für mich da. Ich meine, hast ein bisschen später geantwortet, aber du hast immer klipp und klar geantwortet, so und so, mach das, so und so ist das. Ja, Und klar bin ich dann öfter mal in die Klarheitsstunde, habe mir die anderen Probleme angehört. Aber im Endeffekt habe ich mich dann um mich selber gekümmert. Ich bin die Module öfter durchgegangen, habe mir dann auch in das Notizbuch reingeschrieben, genau was mich betrifft, was für Gründe habe ich, was ist überhaupt passiert, wie möchte ich das eigentlich im Nachhinein wieder beheben, wie mache ich das jetzt für die Zukunft und sowas. Und da habe ich in der Kleidsprechstunde, klar hatten die viele Probleme, aber ich wollte mich dann auf mich so eher noch konzentrieren. Aber ich fand die Kleidsprechstunde am Anfang sehr, sehr gut, auch wenn du da reingehst, man kann sich da melden, mit dir reden und du erläuterst das auch top, ne? Und auch kurz und knapp und bündig, weil es die wichtigsten Informationen, da habe ich mich einfach, das fand ich als gute Hilfe. Ich rede da nicht gerne lange um einen heißen Brei einfach, das machst du halt bei stundenbasierten Vorbereitung, kann es passieren, dass du eine Stunde ziehst, weil du noch Geschichten aus deinem eigenen Leben erzählst oder was du im Urlaub so alles gemacht hast. Aber mir ist es so, die Leute stellen eine Frage, ich gebe direkt scharfsinnig eine Antwort, so und so sieht das jetzt aus. Und das passt dann auch wunderbar. Und das, ich bin gar nicht auf den Trichter, dass ich irgendwie vieles von mir selber erzähle oder so, das macht gar keinen Sinn. Oder einfach lapidar über dieses Thema irgendwie, ne, umschweifen quasi und dann einfach klipp und klar, du stellst eine Frage, das ist die Antwort, mach es oder mach es nicht, es liegt ja eh an einem selber. Ne, du gibst halt quasi den Weg, du kannst ja nicht in die Person reinschlüpfen und ihm sagen, so und so mach das jetzt. Ne? Ja, ja. Und diesen Weg habe ich dann auch immer genutzt und wenn jetzt ich so dachte, ah, klick, wenn es jetzt doch nochmal, ich glaube bei meiner Abstinenz war das nachher 6 Monate, 8 Monate, sollte ich lieber doch nochmal oder so. Und du hast immer klar geantwortet, auch mit dem Alkohol fand ich gut, ne, weil du ja auch gesehen hast, dass ich noch Bier getrunken habe, das angegeben habe. Ich meine, im Endeffekt hat er schon nach Alkohol gefragt, aber nicht nach der Menge. Mhm. Aber du hast klipp und klar gesagt, trink kein Alkohol, habe ich auch nicht gemacht. Und direkt habe ich den Psychologen auch gesagt im Gespräch so, nehmen Sie mir jetzt Blut ab, ist eh kein Alkohol im, im Körper, also alles gut. Ja. Wenn Sie das testen wollen, testen Sie. Ja. Hat dann auch super geklappt letztlich. Ne? Also dann bist du im Prinzip bei uns ins Programm gekommen, hast das Ganze kennengelernt. War ja auch deine erste Vorbereitung dann so, die du wirklich das erste Mal in Anspruch genommen hast für die MPU selber, ne? Genau, das war die erste Vorbereitung und ich würde die auch, ich fürchte nicht, dass es jetzt nochmal passiert, aber ich würde die auch immer wieder in Anspruch nehmen. Also das war auch echt, ne, ich möchte dieses negative Gefühl am Anfang einfach mal beiseite schaffen, das sollte man nicht haben. Warum auch? Man sollte erstmal sich das anhören. Ihr erklärt ja auch alles und ihr nehmt das ja auch quasi, ihr erzählt das auch und das ist ja auch alles aufgenommen und warum sollte da irgendwas schief gehen? Das wäre ja für euch auch blöd. Ja. Ne? Und ihr gebt ja eine Dienstleistung, wir, also die, die natürlich den Führerschein wieder wollen, wollen was und da trifft man sich aufeinander und ja, und da war ich auch echt top zufrieden dann nachher und würde euch, wie gesagt, immer weiter empfehlen, immer wieder nehmen. Ja. Gibt es ja bei uns das Empfehlungsprogramm, das ist ja alles vorhanden. Ne? Ja, bei uns ist die Struktur einfach so, dass wir den Menschen da sehr, sehr gut weiterhelfen. Und letztlich haben wir dann auch die Akte angefordert, haben alles analysiert und haben dich ja dann auch auf das psychologische Gespräch richtig vorbereitet, haben dich darauf trainiert. Und war natürlich vom Umfang her, ist es schon etwas, wo man sich wirklich aktiv hinsetzen muss und das umsetzen muss. Das hast du dann auch sehr, sehr gut gemeistert. Ne? Gab es dann auch, abgesehen von den Programmen, noch andere Sachen, die dir besonders gefallen haben bei der ganzen
Vorbereitung bei der gemeinsamen Zeit, die wir gehabt haben? Ja, auf jeden Fall gab es viele, viele, wie gesagt, die Videos, die man sich jederzeit angucken konnte, allein die Facebook-Gruppe in Facebook, ja, sagt ja, der ja, Name ja. schon. Ne? Ja. Ja, da stellen die ja auch weiter Fragen, da kann man sich das angucken, aber man stellt das rein und wird dann auch beantwortet. Ihr seid immer erreichbar. Es geht auch tatsächlich nur um die MPU. Ich meine, wenn ich was über Drogen wissen möchte und wie schlecht die sind und dies und das, dann lese ich das im Internet nach. Das müsst ihr mir jetzt nicht beibringen. Ihr sagt einfach auch, wie verhalte ich mich beim Psychologen? Welche Fehler kann ich umgehen? Wie kann ich mich auf die MPU vorbereiten? Mit dem Frühstücken, mit der Kleidung auch und welche Worte benutze ich? Welche Worte benutze ich nicht? Ja, ganz wichtig vor allem. Das war auch ganz wichtig, dass man auch aus seiner inneren Bedürfnisse redet, was einen selber betrifft und nicht die äußeren. Ne? Mhm. Das fand ich auch sehr gut. Das habe ich auch viel eingebracht dann nachher beim Psychologen. Dass du nicht sagst, mein Sohn möchte, dass ich aufhöre, weil ich kein guter Papa bin, sondern ich möchte aufhören, weil ich ein Vorbild bin für meinen Sohn. Ganz klar. So, und das musste ich auch erstmal begreifen. Da wäre ich wahrscheinlich auch in die Schneide gelaufen. Viele, 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 viele Fehler bei der Formalität, wie man sich da gibt bei der MPU, was dazu geführt hat, dass viele Menschen schon durchgefallen sind, weil sie das falsch erklärt haben, obwohl sie es vielleicht auch so gemeint haben, aber es einfach nicht gut erklärt haben und das dann dazu geführt einfach hat. Und dann ist das Leid einfach groß, wenn man ein negatives Gutachten bekommt. Ne? Gerade auch die Facebook-Community, es ist einfach so, da sind ja viele Leute, die waren dann auch bei dem Institut, wo du warst und haben ja dann noch gepostet, dass sie bestanden haben und waren dann einfach happy. Und das ist einfach sehr, sehr schön, dass man dann sieht, ey, da waren jetzt 5 andere Leute vor mir und ich will da auch hingehen. Alle haben gesagt, ist super. Da geht man natürlich auch mit einem super Gefühl dahin, anstatt zu irgendeinem Institut, wo noch nie jemand war. So, das ist auch sehr, sehr wichtig. Richtig, ja. Wie zum Beispiel die Dekra, da wollte ich ja erst hingehen, hast du mir abgeraten. Oder zum TÜV wäre ich auch wahrscheinlich gegangen. Ich habe an die AWOS noch gar nicht gedacht. Ich habe mir noch gar nicht so weit denken können. Und dann nimmst du den Weg überhaupt in Kauf dafür. Und das kostet ja auch wieder und hast jetzt schon genug Kosten und so. Aber im Endeffekt ist es doch besser, zu AWOS zu gehen, zu wissen, mit diesen ganzen Empfinden, so, die sind nicht ganz so streng, dahin zu gehen und zu wissen, dass man dann bestehen kann, anstatt zu Dekra zu gehen und weiß gar nicht, was da überhaupt los ist. Und dann wieder die MPU und wieder die MPU, weil die dann misstrauisch sind, sehr streng sind. Ne? Ja, das schon. Aber da muss ich auch noch einmal kurz reinfunken. Wir haben natürlich auch diese grüne und rote Liste bei uns im Programm, wo es auch diese Institutionen gibt, die auch empfehlenswert sind. Es ist halt immer sehr, sehr verschieden hier in Deutschland. Also mal ist das der Verein sehr gut und dann gibt es da mal beispielsweise einen Gutachterwechsel, dann sind die auf einmal nicht mehr gut. Dann gibt es ein anderes, die vorher auf der roten Liste sahen, die jetzt grün sind beispielsweise. Ist halt so sehr dynamisch und unsere Aufgabe ist es einfach, das auch zu überwachen. Ne? Gut, letztlich haben wir dich dann richtig vorbereitet, haben auch eine Abschlussprüfung gemacht. Hattest du die einmal gemacht oder gab es mehrere? Nee, ich hatte die einmal, damals glaube ich noch mit Lena. Ich weiß gar nicht, ob die noch gemacht hat. Kann sein, dass das mit der Lena war. Mit der Lena und die hat gesagt, rundum ist das gut. Ich hatte da glaube ich eine Menge nicht gesagt und irgendeinen Satz hatte ich noch vergessen. Aber sie hat gesagt, im Endeffekt war es gut. Ich habe frei geredet. Direkt Augenkontakt behalten, nicht von der Story quasi abgewichen, die mich selber betrifft. Und da hat sie gesagt, war alles gut. Und dann habe ich es jetzt nicht nochmal versucht. Ich bin aber ehrlich gesagt jedes Mal auch Tag vor der MPU nochmal alles durchgegangen. Ne, habe mir das trotzdem noch für mich selber. Ne? Ich meine, so ein Abschlussgespräch ist jetzt die Bestätigung von extern, dass ich das geschafft habe. Aber für mich selber wollte ich das immer wieder durchgehen, damit es auch nicht in Vergessenheit gerät. Einfach auf Nummer sicher gehen dann. Ne? Und dann bist du ja letztlich dann auch, zur MPU gegangen. Was für ein Gefühl hast du gehabt, als du dann dort warst und in das Gebäude reingegangen warst? Also erstmal bin ich da angekommen, das war ja in Hamburg so ein komisches Viertel, ne? Ja. Und da habe ich gedacht, oh, da ist die jetzt drinne. Das war auch so ein komischer Eingang. Ja, und dann bin ich hoch, in den 4. Stock, glaube ich, gefahren, dann stand da schon jemand, bin dann rein und dann wurde ich herzlich empfangen. Auch in der AWOS Hamburg kann ich nur empfehlen. Bin ich rein, die war total freundlich, hat auch gleich alles entgegengenommen, hat gesagt, setzen Sie sich, da war was zu trinken. Ich bin gar nicht so, wie ich damals bei der Dekra war, da habe ich mich so nicht so wohl gefühlt. Also muss ich sagen, ich bin da reingekommen, gleich hallo und dann ging es nachher auch schon weiter. Gleich zum Arzt und der war vietnamesisch angehaucht, glaube ich, aber der war auch total nett und hat dann auch mit mir alles durchgegangen, habe ihm natürlich dann meine ganzen Eindrücke erzählt. Er hat mich auch wie ein Mensch wahrgenommen, er hat mich so betrachtet wie ein Mensch und auch gar nicht jetzt so gesagt, ach, das stimmt doch eh nicht, was du mir hier erzählst und ich misstraue dir ja voll und das klappt sowieso nicht und so, aber er hat sich für mich Zeit genommen, sich alles angehört, eingeschrieben und total sachlich an die Sache rangegangen. Das fand ich echt gut. Ja, das ist schon mal sehr, sehr wichtig, dass du einfach so ein gutes Gefühl hast, wo du weißt, ey, die Leute, die das vorher gesagt haben, ist super,
hat sich einfach bestätigt. Dann ist man einfach erstmal viel, viel entspannter, als wenn du jetzt unfreundliches Personal hast oder so. Ne? Richtig. Gut, und dann bist du zum Psychologen. Hast du einen Psychologen oder eine Psychologin gehabt? Psychologen Herr Ernst. Ja, und hat er Herr Ernst so ernst wie Name? Also Herr Ernst war schon wirklich ernst, also das muss ich sagen. Ich bin dann rein, der war auch so ein bisschen größer, mit Glatze so ein bisschen. Den habe ich schon sehr ernst empfunden, also wo ich so rein bin. Ne? Er sagt auch am Anfang so klipp und klar, erzähl, was Phase ist, ne? Red nicht um den heißen Brei. Wir möchten das einfach, ne, dass du das beißt, auch dass du den Führerschein wieder kriegst. Also so nach dem Motto, verarsch mich nicht so. Ne? Und dann ging es ja auch schon los. Ne? Und dann habe ich ihm das alles so erzählt, auch wie wir es besprochen haben, sind dann da rein. Und er hat dann auch so oftmals mir ein bisschen misstraut, aber... War es denn aber auch so, wie wir es im Vorfeld schon, wie wir dich vor, im Vorfeld darauf vorbereitet haben? Also war das quasi die Realität dann auch oder ja, war es komplett anders? In gewissen Maßen schon. Ein bisschen anders war noch, dass er zu 2011, 2012... Die Gutachter, die stellen bei Wiederholungstätern immer noch mal Fragen, was war denn damals bei den ersten MPU los gewesen? Das ist vollkommen normal, dass genau. Wir mal da wissen wollen, hey, was war da los gewesen? Das richtig. Ja, ja. Und dann gab es auch so Fragen wie, haben Sie Alkohol zu den Drogen getrunken? Alkohol zu den Drogen noch Misskonsum quasi, ne, weil ich darüber auch nicht wirklich Angaben gemacht habe. Und dann 10 Minuten nochmal und in 20 Minuten hat er nochmal gesagt, so von wegen, und haben Sie wirklich gar nichts getrunken? Und so ging das dann. Ne? Ja, ja. Und auch mit dem Amphetamin war ich 2011, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, auch so ein bisschen Amphetamin in meiner Tasche hatte. Ne? Und ich habe ja am Anfang gesagt, einmalig ne, habe ich das konsumiert und ihm jetzt sage, ich hatte das in der Tasche und habe es damals schon konsumiert, hätte er mich ja durchfallen lassen. Und dann habe ich gesagt, habe ich es für einen Kumpel in der Tasche gehabt und dabei bin ich geblieben. Und dann hat er auch dreimal gefragt, hatten Sie es für einen Kumpel, warum für einen Kumpel? Und ich war naiv, dumm, jung und so habe ich ein bisschen, ne, ich habe eigentlich an dieser Story festgehalten und alles, was er mich so hintenrum fragen wollte, da habe ich ihm dann einfach das gesagt, was da drin stand. Und ja, die überprüfen halt, ob es stand das bist dann einfach. Ne? Genau. Am Ende des Gesprächs hat er dir damals da schon eine Tendenz gegeben oder hat er gesagt, ja, muss ich mir noch alles noch anschauen? Nee, alles muss noch angeschaut werden. Er konnte mir überhaupt keine Tendenz geben. Also er hat nur am Ende gesagt, wenn es jetzt negativ wird, hätte ich ihm das jetzt sofort gesagt. Und da war für mich so... Es könnte noch positiv werden. Ne? Ja. Ich hatte so ein gemischtes Gefühl im Zug. Ich habe so gedacht, oh, ich war geil vorbereitet, Arzt und das ist gut gelaufen. Aber er hat mir so eine gewisse Unsicherheit gegeben, also dieser Psychologe. Das konnte er ja echt gut. Ne? Und zum Schluss habe ich noch gesagt, für meinen Sohn und für mich, tun Sie uns doch den Gefallen, geben Sie mir einfach noch diese Chance. Und dann hat er das aufgenommen. Habe ihm dann am Ende noch meinen Aktenordner, wie du mir sagst, so. Habe dann noch das, was ich ihm gezeigt habe, da reingepackt. Hat er gesehen, dass er ja so dick war. Ja. So hat er gesehen, der war auch noch gut vorbereitet und... Ja, dann bin ich raus und... Ja. Dann hast du das Gutachten mitbekommen, das du auch heute mitgenommen hast. Ja. Ist ein bestandenes Gutachten. Das blenden wir jetzt einmal auch kurz in das Bild ein. Man sieht hier halt im Prinzip, von wann das Gutachten ist, was das für Auffälligkeiten waren und auch die letzte Auffälligkeit. Ebenso sieht man auch hier, dass es die Vorbereitung war, Sedura Consulting GmbH in Ratingen. Und die letzte Seite sieht man halt auch bestanden mit einem FEV 70 Kurs. Das heißt, du musstest dann nach der MPU noch dein... Noch ein Aufbauseminar im Prinzip machen. Ja, Wiederherstellung zur Kraftvereignung für drogenauffällige Fahrer hieß das. Ganz genau. Ja. Und da musste ich dann erst mir einen Termin suchen. Dann habe ich oft mit der IFS gibt es da und AFN, glaube ich. Die habe ich angeschrieben. Und das war in Berlin und Hamburg. Und ich wollte eigentlich in Mecklenburg-Vorpommern, weil das ja auch 4 oder 5 Mal war. Und dann haben die immer um den heißen Brei geredet, weil es waren nicht wirklich nicht viele. Termin war sehr, 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 sehr schwer zu finden. Und dann waren die nachher in der Gruppe glücklich, dass ich mich angemeldet habe, weil es dann 5 waren und wir das dann machen konnten. Und dann bin ich 5 Mal hingefahren. Die hat uns komplett nochmal erzählt, was ist blöd, was sollte ich in Zukunft, worauf sollte ich achten, dass Drogen keine Lösung für nichts ist, ne? Dass man auch das, was man in der MPU gelernt hat, auch anwendet quasi, dass man nicht wieder da rein... Langfristig auch vor allem. Ne? Genau. Ja, ja, ja. Und ich habe das auch mitgenommen. Ich habe auch ernst mitgemacht. Manche machen sich einen Flachs daraus so, aber ich habe für mich selber habe das jetzt auch ernst angegangen und geschaut. Die hat mir auch doch ein bisschen was gezeigt. Ne? Ja, einfach, dass man das gelernt und noch ein bisschen so verinnerlicht tiefer, dass es mehr verankert ist, wirklich im Kopf. Und wenn es mal wieder irgendwas Schlimmes gibt im Leben, so, dass man nicht den gleichen Lösungsweg wieder nimmt, den man damals vor Jahren vielleicht genommen hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Ne? Richtig. Ja, und dann hast du den Kurs gemacht. Wie lange ging der denn jetzt letztlich so? Einen Monat?
Der ging einen Monat, das war von 7. Februar 22 jetzt bis 7. März 22, jeden Montag, drei Stunden. Die haben da so eine Vorgabe, 15 Stunden und die muss man auch machen. Man muss auch pünktlich auf die Minute da sein, keine Minute später. Genau. Ja. Aber schon ein Teilnehmer, der hat es gemacht, der wurde dann rausgekickt, muss sich wieder anmelden. Das müssen die ja leider machen. Also du kommst auch nicht darum rum, egal ob Umweltkatastrophe und das und das. Ich habe mir extra schon Fahrer gesichert, der mich hingefahren hat, weil ja auch der Sturm in der Zeit war. War ja so ein heftiger Sturm, glaube ich, den dritten Termin. Und da ist ja gar nichts gefahren und ich wollte das unbedingt schaffen. Da waren mir auch keine Kosten, weil ja, das ist, du musst da auf alles achten. Und am Ende haben wir noch einen Drogentest gemacht, der war auch negativ. Und dann haben wir zack das Zertifikat gekriegt. Und habt ihr euch in der Runde getestet mit einem Wischtest oder was? Ja, mit so einem Zungentest. Nee, durften wir nicht gegeneinander, aber sie hat dann immer vor einem gestanden, hat dann geguckt, ob man richtig auf die Zunge gemacht hat. Und dann war alles gut. Ja. Danach hat man sich gedacht, wenn der negativ, konnte ja nicht anders als negativ sein nach 3, 4 Jahren. Gab es da jemanden, wo der positiv war? Und in ihrer Laufbahn hatte sie auch noch keinen. Wir haben extra mal gefragt. Ja, es wäre schon ziemlich dumm, ne, wenn man das da noch. Ja, okay, das super. Das heißt, du hast am Ende des letzten Termins dann auch den Wisch bekommen, hast es dann abgegeben bei der Führerscheinstelle, ne? Richtig. Und dann haben sie dir den Lappen direkt gegeben? Nee, also ich habe da erstmal angerufen, mir einen Termin geordnet, weil ich gesagt habe, heute ist mein letzter Termin, morgen. So, dann hatten die Corona in der Fahrerlaubnisbehörde und haben gesagt, ich muss nach Stralsund. Ich habe gesagt, scheiß drauf, ich fahre jetzt auch nach Stralsund. Ja. Ne? Und dann bin ich hin und dann haben sie gesagt, der muss leider noch gedruckt werden von der Bundesdruckerei. Ich weiß nicht, warum das nicht einfach schon drin war. Die wussten ja, dass ich das mache, aber ist jetzt auch egal. Und dann habe ich das Zertifikat abgegeben. Ich musste noch für Porto, ich wollte das nach Hause haben, bezahlen, bin hin und habe mein Vorläufen gekriegt. Ich hatte echt Angst nach 8 Jahren, dass ich jetzt noch eine praktische, theoretische Prüfung machen muss oder sonst noch irgendwas. Aber dann haben sie mir den Vorlauf hingelegt, jetzt warten sie 2, 3 Wochen. Ja, ja. 8 Jahren ist schon eine lange Zeit. Und jetzt habe ich den endlich wieder. Wahnsinn. Was ist das für ein Gefühl, jetzt wieder einen Führerschein zu haben? Geil. Also ich habe jetzt auch tatsächlich noch kein Auto, aber es ist so geil, einfach zu wissen, ich habe den Führerschein in der Tasche. Ich bin jetzt einfach, ich kann mir ein Auto ausleihen, auch mal in Urlaub fahren, wenn ich jetzt noch keins kaufe. Oder wenn ich eins habe, ich kann überall hinfahren. Ich bin einfach, wie gesagt, frei. Ich kann selber entscheiden, was mache ich jetzt. Und ist einfach ein gutes Gefühl, ne? Auch für meinen Sohn, dass er jetzt so sieht, ich steige jetzt ins Auto. Auf jeden Fall, definitiv. Und wir können einfach fahren, sind auf keinen mehr angewiesen und einfach happy. Meine Familie ist sowieso total happy. Die haben geweint schon fast, weil die gar nicht mehr daran gedacht haben. Was haben deine Eltern gesagt, dass es doch geklappt hat mit der Online-Beratung? Geil, einfach nur geil. Ja. Ihr seid top. Ich habe denen auch immer noch von euch erzählt, dass es alles gut geklappt hat mit den Videos und dass ihr mir das erklärt. Und ich muss noch die Akte besorgen. Ich muss diesen noch. Und habe ihr auch so gesagt, was du mir dann immer gesagt hast. Und die war am Ende, hat sie gesagt, geil, du hast es gemacht. Ich war dagegen, du warst dafür. Alles richtig gemacht. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Das freut mich auch, dass du es einfach komplett umgesetzt hast und jetzt einfach das Ziel dadurch erreicht hast. Ne? Ja, Adrian, dann sind wir auch schon am Ende des Gesprächs. Wie würdest du denn die Sedura-Vorbereitung empfehlen? Gerade auch Menschen, die jetzt vielleicht im Internet unterwegs sind und sich auch das Video anschauen. So, warum würdest du den Menschen unsere Vorbereitung denen empfehlen? Also ich würde euch immer empfehlen, weil ihr kommt sympathisch rüber, ihr beantwortet die Fragen. Man ist dort gut aufgehoben, man hat eigentlich fast rundum Sorglospaket, außer vielleicht nachts um 12 nicht, aber ist auch egal. Da schlafen ja die normalen Menschen dann. Ne? Man kann euch immer fragen, hat ein Abschlussgespräch, man verarbeitet seine Führerscheinakte zu einer Geschichte, seine eigenen Persönlichkeiten, da bemüht ihr euch auch sehr und es sind viele Leute, mit denen man auch Erfahrung austauschen kann, deswegen würde ich euch immer weit empfehlen, werde ich auch in den nächsten Wochen machen. Ich habe da noch 2 Kameraden quasi, die da auch ein bisschen... Aber auch hier aus Rügen? Auch hier aus Rügen. Okay. Genau, und deswegen, also ich finde euch klasse, wenn man dieses Video sieht, du bist sympathisch, alles top und man sollte kein Misstrauen erwecken. Es ist alles real, würde ich sagen. Ne? Ja, das ist halt wichtig, dass es einfach real ist. Ne? Genau. Ja, Adrian, danke dir für das Interview. Damit wirst du auch sehr, sehr vielen Menschen geholfen haben, die jetzt einfach im Laufe der nächsten Wochen, Monate, Jahre intern auf der Suche sind. Auch so Gedanken hatten, ey, sind das vielleicht so Abzocker, dann sehen wir es. Und das ist einfach so, hey, wir sind wirklich echt, wir bieten wirklich was an, was anderen Menschen hilft bei diesem Problem. Und danke einfach dafür, dass wir darüber gesprochen haben, Adrian. Sehr gerne, Dustin. Danke, dass du mir geholfen hast. Danke an das ganze Team. Ihr wart super. Ja. Macht weiter so, ne? Ja. Und wenn du gerade auch eine MPU noch machen musst, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dass du dich auch einfach mal bei uns zu einem kostenlosen Beratungsgespräch einträgst. Einfach www.sedura.de im Internet, Browser im Internet eingeben und dann kommst du direkt auf unsere Website, kannst dich eintragen für ein komplett kostenloses Erstgespräch. Ist eine Videoübertragung, das heißt, du musst nicht extra zu uns kommen oder kannst das alles nach Feierabend machen. Super simpel, super smart. Und dann erklären wir dir, wie du deinen Führerschein auch ohne lange Abstinenznachweise wieder zurückbekommst. Genauso wie der Adrian auch. Und deswegen trag dich kurz ein. Ich würde mich auf dich freuen. Bis dahin alles Gute. Dein Dustin Sehnebald. Über Monate hinweg begleitet
man hat immer Rückhalt, ne? Und man ist auf jeden Fall top vorbereitet. Ne? Also man geht eigentlich mit einem guten Gewissen in die Prüfung und man kommt eigentlich mit einem Top-Ergebnis wieder zurück. Ne? Also kann ich nur empfehlen.